Ja, da kommt sie. Am besten, dann geil sind wir, wenn ihr noch reingeflogen kommt und uns noch die Nachricht überbringt, dass der Bankier Warte, ja, da gehen wir mal wieder gesund runter, bleibt. damit wir RP machen können. Gesund ist oder so. User joined your channel. Ja, schon viel besser. Und sie auch? Und wir auch? Ja, ja, viel schöner. Schon viel schöner. Guten Tag! Guten Tag! Hey. Hey. Guten Tag. Guten Tag. Ah, da ist unser Ausweis. Da ist unser Ausweis. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Einen Moment, ich muss mal kurz meine olle Marke wieder aus dem aus meiner Tasche hier rausholen. Warten Sie mal. Hans Gruber. Hans Gruber. Hört man noch gleich. Hört man noch gleich. Und Johnny Walker. Und Johnny Walker. Und Johnny Walker. Ja, hört man sofort. Gut. Gut. Ja. Ja. Die haben ja auch schon die Lage mitbekommen, was passiert ist mit dem Armband hier. Also können Sie mir nochmal genauer erläutern. Also normalerweise, sollte er mit dem Transporter, mit dem LKW zur Bank kommen. Da dieser einen Unfall hat, er jetzt unterwegs oder überfallen worden ist oder sonst was, genau wissen wir auch nicht. Hat uns gesagt, wir sollen vorfliegen, er wird das überleben, Krankenhaus ist auch alles soweit abgeklärt. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt einer vom Krankenhaus herkommt und uns noch was Bescheid gibt bezüglich des Transporters oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder haben sie uns, oder haben sie uns erzählt, dass, also der Bankier hat uns dann gesagt, wir sollen die Bank aufschlagen, weil der Schlüssel leider in den Flammen von einem LKW aufgeschmolzen sind. Okay. Ja, das klingt natürlich alles wieder so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, erfunden, aber... Wir sollten mal ein bisschen weiter weggehen, ich weiß jetzt nicht, ob da was passieren kann. Wie gesagt, was wollte denn passieren, was haben Sie denn gemacht? Was haben Sie denn da drin gemacht? Wie gesagt, also, wir haben jetzt hier nur was gesagt, aufknacken. Ja, aber, das ist ja aufknacken. Wieso soll man sonst so aufknacken? Also, was meinen Sie denn jetzt mit aufknacken? Was haben Sie denn da drin gemacht? Und puff. Der Bankier, wie soll das so machen? Ei. Wollen Sie mal mit reinkommen? Dann zeigen wir es Ihnen mal. Also, es war doch nur ein kleines Problem. Ich weiß nicht, was hier so großes Problem ist. Oh, ich hoffe, dass der Bankier noch mit dem LKW kommt. Ja, sehen Sie? Ja, sehen Sie? Alles heile geblieben. Heile geblieben. Ernsthaft? Ernsthaft? Sehen Sie? Aber ich sehe gerade, dass es das leer ist. Leer ist. Die Bank ist leer. Die Bank ist leer. Aber was meinen Sie denn hier mit leer? Also... Ich glaube, da hat jemand die Bank ausgeraubt. Lol! Was ist das? Was ist das? Ich möchte hier, eine Anzeige mal gegen Unbekannt. Hat irgendjemand die Bank ausgeraubt? Schauen Sie doch mal ganz genau rein und schauen Sie mal ein bisschen länger nach. Ja, also bei mir ist nichts drin. Das ist leer. Leer. Auf dem kleinen Monitor da. Oder ist bei dir was drin? Ist bei dir was drin? Eigentlich. Mann, immer diese Lautstärke. Ist das laut? Da muss ich mir glatt meine Ohrenstöpsel reinstecken. Ja, der lauter ja, ist lauter schon drin. Also, wieso ist die Bank leer? Ja, guten Tag, dir einen Kollegen. Das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Der Sache müssen wir auf jeden Fall nachgehen. Ja. Dafür, dass wir kein Fahrzeug haben. Ich muss mal kurz telefonieren mit dem Bankier. Ach, guten Tag. Na, warten Sie doch mal kurz. Hallo. Ich muss nur kurz im Krankenhaus anrufen. Was haben Sie gesagt? Nee, Kollege, Freunde, das Problem, die Herren hier haben den Tresor geöffnet und scheinbar die Einreise des Bankiers. Ja, der Punkt ist bloß, dass der Tresor offensichtlich nicht leer ist. Peter Meier, ja? Peter Meier, ja? Ja. Wir haben gerade eben hier in der Bank die Einreise des Bankiers. Ja,
Wir haben ja gesagt, wir haben ja wieder aufgehört, aber jetzt haben wir geöffnet und haben kein Gold dabei. Also die Bank ist komplett leer. Kann ich jetzt aber im Anschluss direkt tun. Nicht, dass die Herren ihre langen Finger im Tresor hatten, ne? Also... Die Bank ist komplett leer. Sind Sie da irgendwas drüber? Ja, ich weiß auch nichts von Bankraub. Ich kenne mich da nicht aus. Ich höchst Polizistenfragen. Herr Officer, wenn Sie irgendwas auf dem Bankraub die Tage passiert ist? Nein, eigentlich nicht. Okay. Naja, die Polizisten sagen auch, dass kein Bankraub gewesen sein. Positiv. Ja. Okay. Wie geht's Ihnen besser wieder? Sie müssen noch gute Besserung. Auf Wiedersehen. Also, ich weiß auch nicht, warum ich da nicht mehr drauf. Ja, das ist richtig. Wir wollten bloß noch kurz bei Ihnen nachschauen, ob Sie nicht jetzt behaupten, das Ding ist leer und klammheimlich etwas von dem Gold eingesteckt haben. Ich würde Sie bitten, beide die Hände hochzunehmen. Vielen Dank. Bis auf ein paar Anschein, ich muss es wirklich nichts dabei haben. Na, eine Wanze und 4 Handschellenschlüssel, wie ich sehe. Ja, sag ich doch. Die Wanze brauchen wir. Die Wanze hier drüben gegenüber. Ja, das ist eine Tür. Hab ich auch noch 4 Handschellenschlüssel gefunden, oder? Hey, Huber, ist Ihr Fall. Machen Sie weiter. Schönen Tag noch. Gut, Ja, toll. Gold ist leer. Bank auch leer. Also, Die Bank ist leer. Bank hier hat einen Unfall. Kann ja nur noch schlimmer werden heute noch. Nicht mehr viel. Also, für den Bankier, beziehungsweise für den Staat sieht es natürlich mau aus, wenn die Bank hier leer ist. An Sie noch eine Frage. Haben Sie irgendwie eine Genehmigung für diese illegalen Waffen oder tragen Sie nur zum Spaß hier durch die Gegend? Natürlich tragen wir die nur zum Spaß durch die Gegend. Nein, Spaß. Wir sind zum Schutz des Goldtransports. Wie wissen Sie von der SAFA? Sagt das mit den Springfield Armor. Ja, ist mir aufgefallen. Sind Sie irgendeine staatlich anerkannte Schutzorganisation? Mann, Ihr Kollege. Schneller! Gut da drin bleiben. Jawohl, wunderbar. Woher kommen die ganzen Mannschaften? Da ist dann nur einer. Wir sind meine Kollegen auch hierher gekommen. Ich hab gehört. Es wäre ein bisschen Sport gewesen. Nee, so sind wir nicht so ein Fan davon. Wir lieben eher unsere Donuts. Ja, Donuts sein. Ich bin nur ein Wachmeister. Stimmt. Wenn ich mir so angucke, dunkelfarben. Nur ein Weißer. Ja. Wie gesagt, nochmal die Frage an Sie. Sind Sie irgendeine staatlich offiziell anerkannte Schutzorganisation wie die ASF, dass Sie hier die Berechtigung haben, illegale Waffen zu tragen? Haben Sie denn die entsprechende Lizenz oder Genehmigung? Die Lizenz haben wir durch die Bank vom Bankier. Wir haben einen Auftrag bekommen, dass wir den Transport schützen sollen mit großkalibrigen Waffen. Sie haben die Lizenz vom Bankier erhalten. Ja, von der Bank. Und die Bank ist da. Die Polizei kann nicht ankommen. Ist die Bank leer? Wir werden gemobbt. Wie gesagt, die Bank ist aber keine Institution, die in der Lage ist, Berechtigung für illegale Waffen zu erteilen. Das kann einzig und allein der Bürgermeister. Ich fühle mich hier leicht gemobbt. Leute, Herr, das ist gar nicht mal wie ein Stupskreis. Kommen wir vor wie ein Stupskreis. Wir machen ganz andere Sachen mit Ihnen. Ich werde Sie jetzt nämlich bitten, aus den von mir eben genannten Gründen, die Waffen auf den Boden zu legen. Tun Sie das lieber, die Herren. Die sind eindeutig in der Unterzahl, würde ich mal sagen. Sonst fangen wir an zu stoppen. Ja, wir haben ja... Mann, ich will nicht im Kreis stehen.
So, sonst nutze ich einfach mal. Bleib bitte schön und legen jetzt die Waffe runter, sonst muss ich gleich anfangen zu stupfen. Ja, also legen wir mal nicht weg den Herren, damit die auch vernünftig ihre Waffen. Die Herren machen sie stupfbereit und bitte stellen sie ihre Waffen auf Kitzeln, ja? Nein, nein. Oh ja, doch, ich möchte gekitzelt werden. Möchten Sie das wirklich? Ja. In den Kopf? Ja. Gekitzelt werden. Nicht getötet. Ja, gucken Sie mal. Warte, ich bin getötet. Ja, treiben sollen ja, Sie schon hören. Ja, stillhalten. Nein, jetzt. Ah, wie getötet. Aua! Aua! Das kitzelt, würde ich mal sagen. Nein, das tut weh. Das blute ich. Möchten die anderen, möchten der andere auch nochmal gekitzelt werden, beispielsweise in den Kopf? Ja. Aber bitte nur kitzeln. In den Kopf? Nein. Ja, in den Kopf? Mit dieser Apparatur, die der Herr da trägt, sind Sie sich sicher, als hören Sie doch mal auf, den Herrn zu kitzeln. Entschuldigung. Wir wollten doch gerade mit was viel Größerem kitzeln, oder beziehungsweise fragen, ob der Herr da wirklich Interesse dran hat. Ja. Aua. Ich habe erstmal den vorderen Hunter hier die Waffen gesichert. Okay, ja. Gut. Weiß nicht, wer möchte jetzt noch ein Pflaster? Habe ich nicht mehr, sorry. Oder? Ich hab noch eins dabei. Möchte doch einer von Ihnen mit dem großen Kitzelstab gekitzelt werden? Nee, den können Sie sich mal auf den Rücken packen und zu Hause putzen. Wie sieht's hier mit meinem glatzköpfigen Freund aus? Mit dem Armeester, mit der Fliegerbrille? Ich bin nicht glatzköpfig. Mit dem großen Stab. Ziehen Sie mal Ihre Mütze ab. Ah, okay, das erklärt alles. Nehmen Sie sich da mal als Beispiel dran. Das erklärt alles. Ja, der Herr möchte jetzt gekitzelt werden. Ey, Sie brauchen sich nicht nackt ausziehen. Perversling. Wie das möchte der Herr jetzt mal mit dem großen Stab kitzeln werden? Nein. Schön Kitzelstab 2000. Nein. Sicher? Nicht hinten. Soll ich mal ein bisschen das Ohr kraulen oder das Kinn? Nein. Tun wir ja auch nicht. Ach Mann, immer diese Perversen hier. Herr Gruber, ich würde Sie wollen bitten, Sie was zu anziehen haben? Ich habe Ersatzkleidung dabei. Gerne. Nehme ich das gerne. Ich hole meinen Schlafanzug, wenn ich schlafen gehe, Pausen, aber... Dankeschön. Auch anziehen. Hey! Bitte fordere ein Barett für die Kleidung, die jetzt geklaut hat. Kriege ich ein Barett dafür, dass er meine Kleidung klaut? Und nicht anziehen? Na, Sie haben doch Ihre Kleidung noch irgendwie... Nein, mein Schlafanzug! Welche andere? Ich weiß nicht, wo er schlaft. Davon weiß ich nichts, habe ich nichts gesehen. Den hat er gerade eingesteckt und fährt jetzt weg! Ich will meinen Schlafanzug wieder. Das glaube ich nicht. Doch. Ich will meinen Schlafanzug wieder. Ja. Kriege ich wenigstens ein Barett? Nee, Barett kriegen Sie nicht. Was Ihren Schlafanzug angeht, keine Ahnung. Ich seine Mütze. Ich weiß nicht, ob der Kollege das gemacht hat. Sie kriegen gar nicht die Mütze vom Kollege. Wir müssen jetzt aber leider schnell weiter zu den nächsten. Ich würde Sie dann bitten, in Zukunft früher Bescheid zu sagen, wenn Sie die Bank überfallen, damit wir das Wir haben die Bank überfallen. Also, der Bankier hat gesagt, wir sollen die Bank aufbrechen. Sie wissen, was ich meine. Nein, weiß ich nicht. Herr Hasenherz. Ich will jetzt Bordell sein. Nee, Sie sind jetzt kein Rebell. Sie steigen jetzt mal bitte in den Hunter und dann gehen wir mal ganz schnell zu unserem Polizeipsychologen. Kommen Sie mit. Sie können der Safa beitreten. Wir fallen in den Heli ein und weg sind wir. Cool, ey. Aber nur wenn wir danach Freundschaft mit der Polizei machen. Ja, wir haben noch eine Freundschaft mit der Polizei. Oder haben wir jetzt geballert? Hallo,
mich einfach so anzusehen, ey, das... Hä? Nö, das will ich nicht ein, ich geh zu sicher los. Was ist mit dem Typi da hinten los? Ich hab keine Ahnung. Also... Ich glaube, der ist bescheuert. Okay, ihr verättet. Ich klaue jetzt den Hunter einfach und sie können mich nicht dran hindern. Nein, kommen Sie doch zurück! Was tun Sie da? Oh mein Gott! Ich glaub, Nagelbandattacke! Na, ich glaube, ich löse mich gleich in Luft aus vor Zorn. Nagelbandattacke! Was machen Sie da? Was für ein Nagelband? Was für ein Nagelband? Ich sehe ganz. Das, was Sie gerade eingelegt haben. Hä? Was? Ich sehe da ganz. Genau gesehen. Was denn? Ja, das ist ein bisschen im Boden versunken. Das ist, liegt in dem Staub. Hä? Ich sehe da ganz. Ich sehe da ganz. Bonk, siehst du eins? Bonk, siehst du eins? Hilfe, Herr Gruber. Was machen Sie denn da? Ich weiß nicht. Ja, das sehe ich. Soll ich Ihnen mal da raushelfen? Gib mir mal einen Schlüssel. Nein, das Auto wieder 100%ig nicht gejagt hat. Meinst du, das Auto geht kaputt, wenn ich angezogen bin? Cool. Ja, sie machen die Schranke zu, dann landen sie im Gefängnis. Ich kann ihn nicht kaputt geht. Wehe, nein, fahren Sie los, Herr Kollege. Ei. Und sowas lässt man Kopf sein. Was haben Sie sich denn nur angeschaut? Wie hieß denn der Kollege? Das war Herr Haselherz. Oh, das fährt, glaube ich, auch noch besser als die. Ja, das... Lassen wir mal hinter uns. Hallo. Alles ist gut. Barrett, Herrn Gruber, so als alte Freunde. Alter, was für ein Affe ist das? Nein, tut mir leid. Ach, kommen Sie schon. Barretts werden nicht an Zivilisten verteilt. Tut mir leid. Hätten Sie nicht bei der Polizei aufhören dürfen. Wir sind doch von der Safa. Trotzdem nicht, sie sind... Und wenn die neue Insel rauskommt, ist die Saft. Ja, das ist schwierig für sie, aber deswegen kommen sie trotzdem kein Barrett. Ach, kommen sie schon. Wir sind doch auch so wie sie, nur besser ausgebildet und besser in Form. Und besser beim Treffen. Tut mir leid, das muss ich mir nicht anhören. So, jetzt, sie bleiben jetzt da drin. Alter, so unhöflich. Also jetzt hole ich mir eine Pistole und mach Überfall. Überfall. Nein, das ist kein Überfall. Hände runter. So rum war das. Ach so, ich dachte schon. Jetzt hole ich meine Pistole raus. Was? Kennen Sie nicht die neue Pistole? Das ist eine Abkürzung für Entfernung. Radarpistole. Ach, ich dachte schon. Verzeihen, ich bin ein bisschen nervös, aber ich habe das Gefühl, ich werde mich aufgrund Ihrer Anmaßung gerade eben gleich spontan vor Zorn Luft auflösen. Von daher würde ich Sie bitten, können wir doch eigentlich eine Hände machen, oder? Du hast eine Pistole, ich habe eine Pistole. Was? Nix. Wollen Sie nicht mal noch kurz stehen bleiben? Nee, tut mir leid, ich löse mich, glaube ich, gleich in Luft auf. Aber ich möchte doch jetzt noch meine Pistole rausholen. Peng! Peng! Sie sind so nervös. Ja, ich bin hier auch alleine und sie labern die ganze Zeit was von Geiselnahmen in Pistolen. Hä? Wer hat hier was von Geiselnahmen gesprochen? Richtig auch nicht. Ich weiß auch nicht. Geisternehmen, hab ich gesagt. Ich glaube, das geht mit meiner Schwindsucht einher, die mich gleich befallen wird. Okay, tschüss. Auf Wiedersehen. Ich glaube, die Cops fühlen sich verarscht. Ich glaube, wir hätten die Waffen im Heli lassen sollen. Ja. Egal, ich wollte eh eine neue Waffe.